So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Hier und so. Ihr wisst schon. Let's Play Minecraft Millennia. Ja, und wir waren hier gerade am Bäume abholzen. Das machen wir jetzt auch einfach mal weiter. So. Und jetzt würde ich sagen, damit ich das nicht wieder vergesse, haue ich wieder die Playlist rein. So. Nehmen wir das wieder mit. Ich würde sagen, wir pflanzen erst nach, wenn wir hier wieder ein paar Fichtensetzlinge haben. Ansonsten, Baum, ne? Und so. Wir können natürlich auch einfach erstmal alle Blätter hier decayen lassen, dann können wir hier einfach wieder so durchrennen und nachpflanzen. Ist vielleicht ein bisschen easier. Easier. Voll komisch. Uiuiui, voll komisch dieses Wort. Easier. Ah, hier drüben können wir jetzt wieder nachpflanzen. Okay. Komm, holen wir uns doch noch ein paar Fichtensetzlinge. Weil Baum. So. Okay, Fichten haben wir ja da. Birken meine ich. Oh Mann. Immer diese verschiedenen Holzsorten. Nee. Die gehen einem ja richtig auf den Sack. Was auch mal ein cooles Projekt wäre, das könnten wir rein theoretisch auch mal machen, wenn ihr das wollt. Moment, hier setze ich mal wieder Fichten hin. So ein Retro-Minecraft, also dass man irgendwie Minecraft in der Alpha spielt oder so. Also so erste Version oder sowas, vielleicht sogar in-dev. Das wäre doch mal geil. Ich glaube, das mache ich irgendwann mal, so ein Projekt. Mal gucken, wie weit wir dann kommen. Da werden wir wahrscheinlich sofort sterben, weil wir es einfach gar nicht gewohnt sind und so. Ich meine, da konnte man ja noch gar nichts irgendwie. Also man konnte nicht rennen, man konnte nicht schleichen. Was konnte man da überhaupt? Man konnte vielleicht ein paar Sachen abbauen, aber das war's auch schon. Oh Mann. So. Ach so, ich wollte ja hier den Baum eigentlich nicht abholzen. Egal. Zu spät. Ja, erstmal nur Scheiße labern und es dann doch machen, ne? Ist klar. So bin ich halt. Total verplant und so. Aber ist ja egal. Upsala. So. Okay, jetzt haben wir hier alles weggehauen. Ich würde sagen, wir pflanzen wieder mehr Bäume. So langsam wird es ja auch wieder ein bisschen heller, glaube ich. Hoffe ich. Auf jeden Fall solltet ihr eigentlich genug sehen, hoffe ich mal. Ansonsten tut's mir leid. Was ist das hier eigentlich für ein Boden? Ach, das ist Stein. Okay. So. Gucken wir mal. Übrigens nochmal wegen dem Texture Pack. Ich wollte eigentlich so ein anderes Texture Pack, das heißt R3D Craft, nehmen. Ja, das hatte ich auch mal drinne, weil ich einfach dachte, ja, wenn ich das drinne habe, dann erweitert sich die Textur. Also dann werden die Texturen von Millennia auch größer. Aber irgendwie hat das nicht so ganz funktioniert. Deswegen habe ich das wieder rausgenommen und dachte dann halt, ja, scheiß drauf, wir nehmen jetzt einfach Default, weil dann sieht es irgendwie einheitlicher aus, besser aus. Obwohl, warte mal, ich guck mal kurz. Einstellungen. UI-Einstellungen, war das hier? Automatisch auf das Pixel Texture Pack auf das 64 Pixel Texture Pack umschalten, wenn das Minecraft Texture Pack 64 Pixel oder höher ist. Ja, ist ja eigentlich an, aber irgendwie funktioniert es trotzdem nicht. Ansonsten, falls ihr wollt, dass ich trotzdem irgendwie ein Texture Pack reinmache, sieht dann zwar vielleicht ein bisschen komisch aus. Könnt ihr das natürlich in die Kommentare schreiben. Wenn, dann würde ich aber, wie gesagt, nur R3D-Craft-Welt machen. Aber ich fand das halt irgendwie ein bisschen unnötig, weil sieht ein bisschen scheiße aus, finde ich, wenn ich da jetzt 64 Pixel-Texturen drin habe. Also als Haupt-Texture-Pack. Und dann einfach hier mitten in der Landschaft stehen irgendwelche komischen Blöcke von Millennia rum, die einfach nicht so groß sind. Sondern halt kleiner. So, das sollte jetzt erstmal an Bäumen reichen. Gucken wir mal hier drüben, ob wir vielleicht noch ein paar Fichtensetzlinge haben. Okay, es wird anscheinend doch nicht schon wieder Tag. Da drüben stehen Kühe rum. Ich dachte gerade schon, was ist das denn? Ich würde sagen, hier pflanzen wir noch so ein paar Birkensetzlinge an. Ein bisschen Fichten können wir auch anpflanzen noch. Weil ich meine, wir brauchen ja selber auch noch ein bisschen Holz. Außerdem wollen wir ja auch noch ein bisschen anderes Holz haben. Dann können wir denen ja einfach anderes Holz als anderes Holz herliefern und nicht hier unser ganzes Eichenholz dafür verbrauchen. Sonst müssen wir ja noch mehr Eichenholz farmen. Ich pflanze die jetzt hier einfach mal alle durcheinander. So. Und jetzt gehen wir so langsam auch mal wieder zurück. Mal gucken, wie lange es noch dauert, bis wir dann, hier Dingens haben.
Dingens und so. Obwohl, so früh ist es noch gar nicht. Also so, ne? Und so. Dauert eigentlich noch ganz schön lange, bis jetzt wieder Tag wird. Deswegen würde ich sagen, gehen wir mal wieder hier in die Mine. Ein bisschen die Steine holen. Ach, guck mal, was baut die denn hier eigentlich? Ist das wieder irgendwie ein Stall oder sowas hier? Keine Ahnung. Kisten stehen schon da. Große geöffnete Truhe. Ach, guck mal, jetzt können wir da noch was reinlegen. Warum heißt sie eigentlich große geöffnete Truhe? Ich meine, ich weiß doch, wenn ich in die Truhe reingucke, dass sie dann offen ist. Oder etwa nicht. Oder was? Ich guck mal kurz hier rein. Ne, die kann man jetzt nicht öffnen. Große verschlossene Truhe. Okay. Interessant. Also das ist, ja, ne? Und so. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das an irgendwie, ob das jetzt mit der 172 zusammenhängt oder mit dem Mod. Weil ich meine, in der 172 kann man das ja irgendwie auch so einstellen, dass die Truhen nicht geöffnet werden können. Aber ich glaube, dann ist das nicht so schön. Also da steht da nicht, obwohl ich habe keine Ahnung, ich habe das noch nicht gemacht. Naja. Ich würde sagen, wir graben uns hier einfach weiter runter. Vielleicht finden wir ja ein bisschen Eisen, dann können wir das verkaufen oder so. Packen wir das mal hier hin irgendwie. Warte kurz, machen wir das so rum. So, so ist richtig. Dann haben wir immer Fackeln parat, falls wir welche brauchen. Und sonst, ja, ne? Und so. Oh, scheiße. Ach so, ja. Wir haben ja hier eine Steinspitzhacke. Das war ja erst die Holzspitzhacke, deswegen hat das auch so ewig lange gedauert. So. Wie gesagt, ich hoffe mal, dass die hier hinten jetzt noch nichts noch hinbauen. Aber ansonsten, ich meine, die Mine ist ja sowieso unterirdisch, dann werden sie die schon zubauen und so. Also, ja, passt schon. Ich weiß auch nicht, inwieweit die sich hier mit dem Bauen beeinflussen lassen. Ich nehme mal hier die Fackel wieder mit. Obwohl, so langsam wird es wieder Tag, glaube ich. Ja, es ist schon wieder Tag. Also, dann gehen wir wieder zurück. Und dann verkaufen wir wieder das ganze Zeug an die. Na, hast du denn ein bekanntes Gesicht? Okay. So, dann sei mal gleich da. Hallo? Komm rein. Ist dein eigenes Haus. Du darfst ruhig reinkommen. So. Verkaufen wir mal das Eichenholz wieder. So. Wir könnten natürlich auch Kobbel verkaufen, aber das bringt irgendwie nicht viel. Obwohl, 2D bringt der. Obwohl, wir können auch Stein verkaufen, der bringt 4D. Hey, das ist ja richtig viel und so. Ich glaube, ich gehe jetzt hier wieder raus. Warte mal, hier bleibt mal stehen. Wo ist denn der eigentlich jetzt hin? Der stand doch eben gerade noch hier und dieser, ach, da drüben ist er ja. Immer noch ein bekanntes Gesicht. Schade, ich dachte jetzt, ich hätte mich schon weiterentwickelt. So, gucken wir mal da auf diese Tafel. Okay. Ah, okay, also die Jugendlichen sind jetzt auch ausgewachsen. Also es gibt jetzt nur noch einen Jugendlichen und ein Kind. Aber jetzt gibt es schon 9 Erwachsene. Das heißt, 2 Kinder sind schon zu Erwachsenen geworden. Gucken wir mal, in welche Häuser die so eingezogen sind. Wohnen die jetzt schon hier? Ah. Nee, das war von Anfang an halt da das Haus. Aber vielleicht wohnt hier irgendwer. Lol, was macht denn der da? Was hat denn der da? Achso, das ist dieses Fachwerk, glaube ich. Also das hier sind schon die neuen Leute. Wo hat er denn eigentlich Fachwerk? Das hat doch dem niemand gebracht, oder? Warte, ich guck mal kurz da ins Lager, ob die überhaupt Fachwerk im Lager haben. Nee, irgendwie nicht. Keine Ahnung, ob man das überhaupt da herstellen kann. Weil verkaufen kann man das nicht. Kaufen kann man das, ne? Ja. Ach, hat er gerade Fachwerk geliefert oder wie? Kreuzfachwerk. Ja, geil. Woher kriegt Olle? Meine Axt. Nimm die nicht auf. Lass meine Axt da liegen. Nicht mich beklauen, ey, und so. Ich guck gerade mal. Vielleicht ist das natürlich auch so ein Haus, wo irgendwie Fachwerk hergestellt wird oder so. Keine Ahnung. Ach so. Ja, das ist anscheinend irgendwie. Was ist denn das hier für ein Teil? Moment. Ja, das ist eine Schreinerei. Was ist Schabtier? Ist das eine Schreinerei? Moment, Google. Google Übersetzer. Ich mache jetzt einfach mal Sprache erkennen. Charpentier. Schreinerei. Also Schreiner. Cool. Oh, ich habe gerade aus Versehen Google Übersetzer geschlossen. Das wollen wir nicht. So. Ja, geil. Okay. Also gibt es hier jetzt sogar eine Schreinerei. Mann, die sind ja richtig hier produktiv und so. Der stellt Fachwerk her. Sieht zwar ein bisschen komisch aus, dass er dafür vor seinem Haus steht. Okay. Ja, funktioniert anscheinend ganz gut und so. Okay. Ich würde sagen, geht's weiter. Gucken wir mal.
Was machen die denn hier drüben so? Hier gibt's gar nichts. Gibt's hier drüben irgendwas? Achso, der braucht anscheinend Birkenholz. Ich guck mal kurz, ob genug Birkenholz da ist. Ansonsten müssen wir mal ein bisschen Birkenholz da... ja genau, Birkenholz. Müssen wir halt ein bisschen Birkenholz verkaufen. Ach, die braucht schon wieder Eichenholz. Ach du Scheiße. Ja komm, wir verkaufen einfach unser ganzes Birkenholz. So. Ja. Schade, Eier verkauft die jetzt gar nicht mehr. Die kauft anscheinend nur Eier, wenn man auch Eier im Inventar hat. Okay. Was ist denn das hier jetzt eigentlich? Das ist immer noch eine geöffnete Truhe, ja. Sieht auf jeden Fall sehr luftig aus. Ach, die baut da gerade ein Dach drauf, okay. Und steht dafür im Haus drin, um das Dach zu bauen, ja. Das ist natürlich sinnvoll. Hoppala, jetzt habe ich gerade aus Versehen mein Mikro geschlagen. Ja, ist natürlich sehr schlau, das Mikrofon zu schlagen und so. Ich hoffe mal, das habt ihr jetzt nicht gehört und so. Okay, hat es denn bald immer? Ach so, kann natürlich auch sein, dass das jetzt wieder... das wird anscheinend wieder irgendein Bauernhof, wo wieder irgendwelche Tiere kommen. Na guck mal, hier so ein Unterschlupf für Tiere und so. Und da eine Wasserstelle. Würde mich mal interessieren, was sie hier jetzt anpflanzen. Oh Gottchen, sogar mit Fackelchen. Ach so, das sind keine Druckplatten, sondern Schilder. Ah ja, okay. Ist natürlich auch sinnvoll, Schilder hinzumachen anstatt Druckplatten. Weil, ich meine, auf Druckplatten kann man ja nichts draufschreiben. Momentan leer. Was gibt's hier? Okay. Das ist anscheinend... Moment. Plaudert gerade mit dem Spieler handeln. Was verkaufen die denn hier? Ja, das ist auch irgendeine Farm. Also hier gibt's anscheinend dann Schweine und vielleicht Kühe. Keine Ahnung. Was ist das? Budanoa. Okay. Keine Ahnung, was das ist. Lassen wir das einfach mal Budanoa sein. Naja. So, gucken wir mal. Bevölkerung immer noch 11. Was brauchen die denn hier jetzt noch? Die brauchen schon wieder nur Eichenholz. Mann, so viel Eichenholz gibt's doch gar nicht auf der ganzen Welt. Meine Fresse. Ich bin jetzt schon wieder weg. Läuft die jetzt immer noch dahin? Nee, keine Ahnung. Egal. Ist mir doch egal, ob die jetzt immer noch dahin läuft, wenn ich weg bin. Kann natürlich sein, dass die dann trotzdem kommen, wenn ich nur kurz reingehe und dann wieder weggehe. Aber, ja. Okay, da ist schon wieder ein bisschen Eichenholz gewachsen. Dann holzen wir doch hier die Bäume ab, weil, ja, die brauchen ja anscheinend trinkend ein bisschen Eichenholz, ne? Trinkend und so. Anscheinend ist das nicht so viel, also reicht so ein bisschen Eichenholz eigentlich schon aus. Dann bringe ich denen das jetzt einfach und gut ist. So, da drüben ist noch Eichenholz. Das nehmen wir auch mit. Also bei so einer großen Farm ist das gut, wenn da, wenn das alles, ja, so ein bisschen nachwächst. Also nicht alles auf einmal nachwächst, sondern halt nur so nach und nach und so. Ja. So und so. Und dann holen wir uns noch da hinten die Bäume. Also den großen Baum, da hole ich mir jetzt wirklich nicht, weil ich habe keinen Bock, das so viel abzuholzen. Kann natürlich sein, dass jetzt in der Zeit sogar der Holzfäller gekommen ist und dann schon wieder Holz da hingebracht hat. Keine Ahnung. Keine Ahnung und so. Ich weiß ja auch gar nicht, ob die jetzt überhaupt da weitermachen oder nicht. Werden wir ja gleich sehen. Nur irgendwie sah es eben gerade bei der Baumfarm so aus, als wäre der Holzfäller nicht so fleißig gewesen, weil da nämlich noch ganz viele Bäume rumstanden. Naja, was soll's, ne? Der muss ja auch mal Pause machen. Oh. Schon wieder kaputt. Nee, nee, nee. Also ich sehe schon, das Let's Play hier wird irgendwie sehr viel aus Holzfarmen da bestehen. Ich meine, ist ja eigentlich auch ganz in Ordnung. Dann haben wir ganz viel Holz gefarmt. Können wir dann später mal nachgucken, wie viele Blöcke wir da mittlerweile schon abgebaut haben. Das steht ja irgendwo in den Statistiken. Warte mal. Wo steht das denn? Statistiken. Blöcke. Abgebaut. 489 Blöcke Holz haben wir abgebaut. Interessant. Abgebaut. Benutzt. Hergestellt. Okay, benutzt haben wir... Ah, okay. Hergestellt haben wir am meisten Holz. Ja, haben wir ja nicht so viel und so, ne? Was haben wir denn so? Ja, okay. Interessant. Was gibt's hier? Gegenstände?
benutzt. Okay, am meisten die Spitzhacke benutzt. Nudelholz, okay. Nudelholz für Arme, ach so, ja genau. Das ist ein Nudelholz für Arme, weil, ja. Nur auf Gjubild gibt es das epische Nudelholz, das, ja. Und so, ne? Ihr wisst schon. So. Sprünge, okay. Warte kurz, da stand doch gerade Sprünge. 1415, naja, egal. Auf jeden Fall, ist schon ein bisschen was zusammengekommen. Wir nehmen jetzt insgesamt schon 1,5 Stunden auf. Ja. 1,5 Stunden, da sind wir schon 1400 Mal gesprungen. Hört sich doch ganz gut an. Und wir haben mega viele Bäume gefällt. Das hört sich doch auch ganz lecker an. Aber so langsam läuft's auch. Wir bräuchten vielleicht eine Diamantspitzhacke oder so. Also wir müssen Diamanten suchen und dann machen wir uns einfach eine verzauberte Diamant-Axt. Dann geht das alles schneller. Dann geht das hier zack, 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 fertig. Naja, ich würde sagen... Oh, da ist gerade wieder ein Baum gewachsen, der stand eben gerade noch nicht hier. Ich würde aber sagen, wir machen jetzt mal wieder einen Cut, ne? Deswegen sehen wir uns dann hoffentlich dann in der nächsten Folge wieder. Und ja, dann bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss!